Hallo liebe Backfreunde, heute machen wir Eierlikör-Torte. Ihr seht schon den Eierlikör stehen. Ich liebe Eierlikör, bin natürlich kein Alkoholiker, aber wie gesagt, Eierlikör ist immer lecker. Die Zubereitung ist wirklich ganz, ganz einfach und ich freue mich schon jetzt mit euch diese Schritte zu gehen. Wir fangen mit dem Biskuit heute an. Ach ja, diese Mengenangaben sind für eine 20 cm große Backform gedacht. Für den ersten Schritt müssen wir bei zwei Eiern den Dotter vom Eiklar trennen und in zwei verschiedene Schüsseln geben. Als nächstes geben wir einen halben Teelöffel Vanillezucker zum Eiklar hinzu und rühren es mit dem Mixer schön steif. Jetzt kommen die Eidotter an die Reihe. Wir geben 50 Gramm Puderzucker, ein halbes Päckchen Backpulver und zwei Esslöffel Wasser hinzu und vermixen wieder alles mit dem Mixer. Danach geben wir den Eischnitt zur Dottermasse hinzu und rühren ihn mit Hilfe von den Mixstäben vorsichtig unter. Jetzt geben wir 50 Gramm pfiffiges Mehl löffelweise hinzu und rühren es ebenfalls vorsichtig unter. Die fertige Masse geben wir jetzt in unsere bereits eingefettete Backform. Falls ihr nicht wissen solltet, wie man solche Backformen einfettet, dann schaut euch folgendes Video an. Noch ein kleiner Tipp, lasst am Rand ruhig mehr Masse übrig. Dadurch wird der Kuchen schön eben. Und jetzt für 12 Minuten bei 180 Grad ins Backrohr damit. Unser Tortenboden ist gebacken und wir geben jetzt den leckeren Eierlikör dazu. Den Biskuitboden müssen wir kurz auskühlen lassen und dann eine Springform aufsetzen. Jetzt kommt der leckere Eierlikör an die Reihe. Wir benutzen hier ca. 50 ml und tragen ihn mit Hilfe eines Löffels auf. Als nächstes brauchen wir kalten Pudding. Dafür 250 ml Milch erhitzen und 25 Gramm Zucker sowie 40 Gramm Puddingpulver einrühren. Den Pudding dann abkühlen lassen. Dann kommt noch 100 Gramm Butter und 80 ml Eierlikör hinzu und das Ganze muss nur mehr mit einem Mixer verrührt werden. Die fertige Creme geben wir mit Hilfe einer Spachtel auf den befeuchteten Tortenboden und stellen das Ganze für 30 Minuten in den Kühlschrank. Das ist wichtig, weil sonst zerläuft die Creme. Diese 30 Minuten nutzen wir dazu, die Sahnecreme zuzubereiten. Dafür geben wir 200 ml Sahne in eine Schüssel, fügen 40 Gramm sauren Rahm sowie ein halbes Schnapsglas Vanillezucker hinzu und schlagen das Ganze schön cremig. Die Sahnecreme dann mit Hilfe der Spachtel auf die Puddingcreme geben. Das kann ruhig etwas wilder aussehen. Zum Schluss nur mehr alles mit Schokospänen oder ähnlichem ausdekorieren. Und voilà, fertig ist die Eierlikör-Torte. Unsere Eierlikör-Torte war jetzt eine halbe Stunde im Kühlschrank. Das muss sie mindestens sein. Wenn es mehrere Stunden wären, wäre es natürlich noch besser. Aber wie gesagt, eine halbe Stunde ist Minimum. Ich werde sie jetzt auslösen und ihr werdet sehen, wie wunderschön sie auch geworden ist. Und was das ganz wichtig ist, sie schmeckt ausgezeichnet und sie ist nicht so süß. So, schaut's her, schaut sie nicht wirklich schon zum Anbeißen an. Viel, viel Spaß beim Nachbacken und ich freue mich schon auf einer meiner nächsten Videos. Ciao! Hat euch unser Video gefallen? Dann würden wir uns über einen Daumen nach oben für das Video freuen. Ihr könnt aber auch einen Kommentar hinterlassen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachbacken.